mein offener Döner 45 Minuten 85 Minuten backen, 4 bis 8 Personen. Für das Gemüse, je 10 gelbe und rote Kirschtomaten, 2 Ochsenherztomaten, Salz, Pfeffer, Zucker, getrockneter Oregano, 9 Esslöffel Olivenöl, 6 Mini-Auberginen, Klammer auf etwa 200 Gramm, Klammer zu, 3 rote Spitzpaprikaschoten, 4 kleine Artischocken, Klammer auf Poweraden, Klammer zu, 4 Schalotten, eine Knoblauchzehe für das Fleisch. 1 Esslöffel Olivenöl, 4 Scheiben Rinderfilet, Klammer auf, etwa 160 Gramm, Klammer zu, Salz, Pfeffer für den Salat, 1 kleine rote Zwiebel, 1 kleine rote Rettich, 1 große Handvoll Wildkräutersalat, 1 Handvoll Minzeblättchen, 2 Esslöffel Olivenöl, 2 Esslöffel Zitronensaft, Salz, Zucker, Pfeffer, das Gemüse den Backofen auf 70 vorheizen. Die Kirschtomaten überbrühen, kalt abschrecken und häuten. Die Ochsenherztomaten waschen und in Scheiben schneiden, dabei die Stielansätze entfernen. Alle Tomaten auf einem Backblech verteilen, mit Salz, Pfeffer sowie je eine Prise Zucker und Oregano würzen und mit 4 Esslöffel Öl beträufeln. Im Ofen auf der mittleren Schiene eine Stunde garen. Inzwischen die Auberginen waschen und halbieren. In eine Pfanne 1 Esslöffel Öl erhitzen und die Auberginenhälften darin, auf den Schnittflächen 1 bis 2 Minuten anbraten. Die Spitzpaprikaschoten waschen und mit 1 Esslöffel Öl bestreichen. Die fertig gegarten Tomaten aus dem Ofen nehmen, die Ofentemperatur auf 180 erhöhen. Auberginen und Paprikaschoten auf ein Backblech geben und im Ofen etwa 20 Minuten garen. Das Gemüse herausnehmen, die Ofentemperatur auf 140 reduzieren. Die Paprikaschoten in einen Gefrierbeutel geben, abkühlen lassen, häuten, entkernen und in Stücke schneiden. Die Paprikastücke mit Salz, Pfeffer und 2 Esslöffel Öl mischen, beiseite stellen. Für das Fleisch in einer ofenfesten Grillpfanne das Öl erhitzen und die Rinderfiletscheiben darin, bei starker Hitze auf jeder Seite 1 Minute anbraten. Im Ofen 12 bis 15 Minuten weiter garen, herausnehmen, in Alufolie wickeln und ruhen lassen. Von den Artischocken die Stiele sowie die harten Blattspitzen abschneiden. Dann die Artischocken waschen, halbieren und das Heu falls vorhanden entfernen. Schalotten und Knoblauch schälen und fein würfeln. In eine Pfanne 1 Esslöffel Öl erhitzen und die Schalotten mit dem Knoblauch darin anschwitzen. Die Artischocken dazugeben, salzen, pfeffern und etwa 10 Minuten dünsten.